Jo Leute, willkommen zurück mit einem neuen Tutorial und zwar diesmal ein Wunsch-Tutorial. Und zwar hatte mich ein User gefragt, wie man denn Haare erstellen kann. Ja, das hatte ich mir gedacht, zeige ich euch doch mal. Plus, ich zeige euch, wie ihr das animieren könnt später, dass es so ein bisschen im Wind fliegt, so als ob da halt ein Wind durchgeht. Deswegen fangen wir mal an und zwar machen wir uns erstmal irgendeinen Körper. Also am besten ist natürlich ein Tier oder irgendein Gegenstand oder was auch immer. Aber ich zeige es euch mal anhand einer Kugel. Und zwar rendern wir das, deswegen, wenn wir das immer rendern, machen wir einfach mal eine kleine Beleuchtung, machen uns einen Boden rein, den machen wir uns ein bisschen tiefer. Dann machen wir uns ein Licht und zwar eine Fläche. Das heißt, dass einmal ein Licht von der Seite scheint. Das können wir hier mit unserem Drehwerkzeug, drehen wir uns das ein bisschen zurecht. Und dann machen wir uns einmal eine Fläche für oben. Drehen uns das runter und ziehen wir das hoch. So. Und das sollte erstmal okay sein. So, dann machen wir, also selektieren wir die Kugel. Dann gehen wir auf Simulieren, Hair Object und Haare erzeugen. Voilà, haben wir jetzt erstmal Haare. Rendern wir mal ganz kurz. Okay, das sehen wir, haben wir Haare, aber sieht nach gar nichts aus. Und zwar, das liegt nämlich daran, zum einen, also können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Haare gehen auf Anzahl. Die Anzahl, wenn, zum Beispiel, wir erhöhen die jetzt mal, also das sind die Wurzeln, also wo die Haare anfangen. Gehen wir mal auf 1000. Da sehen wir, ups, das geht gar nicht. Also 266 ist das Max. Das liegt daran, weil die Segmente so gering sind. Deswegen, wenn wir bei der Kugel, weil ihr müsst euch vorstellen, die Haare sind halt verbunden mit den Segmenten. Also umso mehr Segmente ihr habt, umso mehr Haare habt ihr natürlich, logischerweise. Deswegen gehen wir bei der Kugel auf Segmente. Dann gehen wir mal auf zum Beispiel 100, beispielsweise. Wenn ihr jetzt, also ich sag es euch, weil ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, aber wenn ihr ein Objekt habt, also zum Beispiel was ihr früher mal erstellt habt und ihr wollt da Haare drauf machen und habt das Problem, weil ihr könnt ja bei einem konvertierten Objekt keine Segmente einstellen. Deswegen könnt ihr auch rechte Maustaste und dann, also sehen wir jetzt nicht, aber seht ihr dann später, obwohl können wir mal machen, drücken wir mal kurz C, dann gehen wir auf Werkzeug. Unser Polygon-Werkzeug, rechten Maustasten. Und wir sehen hier, wenn wir mal A drücken, sehen wir hier, deswegen haben wir zum einen Unterteilen. Das heißt, dass der dann automatisch proportional unterteilt in Polygone. Und das könnt ihr halt machen, wenn ihr schon ein Objekt erstellt habt und die Segmente halt nicht so einfach ändern könnt, wie jetzt auch. Aber okay, egal. Deswegen sind wir mit strg wieder zurückgegangen, haben wieder unsere ganz normale Kugel mit 100 Segmenten. Und wenn wir jetzt auf die Haare gehen und mal auf die Anzahl auf 1000 gehen, sehen wir, wow, es hat sich was getan. Wenn wir das rendern, sehen wir immer noch nicht viel. Das hat sich halt proportional alles ein bisschen verändert. Deswegen sind jetzt ein paar Haare mehr da, aber sieht immer noch gar nichts aus. Ihr solltet auch ehrlich gesagt da ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr beispielsweise erst eine halbe Million Haare habt oder sowas, habt ihr halt alles voll, aber die Performance eurer PC geht zugrunde. Also deswegen da aufpassen. Die Alternative dazu ist halt immer wieder, und zwar wenn wir auf Guides gehen, nee, sorry, gehen wir auf Haare, gehen wir auf Klonen, wie der Name schon sagt, er klont die Haare halt. Deswegen, wenn wir jetzt beispielsweise auf 5 gehen, und wir rendern das wieder. Sehen wir, da sind auch mehr Haare. Voilà, haben wir schon mal mehr Haare. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Deswegen machen wir, ach ja, wir machen uns ganz kurz mal eine Textur für den Boden. Da wir die Haare pink haben wollen, mache ich das auch ein bisschen pink, den Boden. So, genau. Dann gehen wir zu den Haaren einmal. Und zwar zum einen die Farbe ändern. Wie gesagt, ich will es pink haben. Also hier das Dunkle sind die Wurzeln, das Helle sind die Spitzen. Deswegen gehen wir hier rauf, machen ein helles Pinke.
Und hier machen wir ein dunkles Pink. Sowas in der Art. Ja, ungefähr. Wenn wir jetzt beispielsweise eine dritte Farbe haben wollt, also wenn ihr jetzt irgendwann eine dritte Farbe haben wollt, dann geht ihr hier mit der Maus drauf, dann habt ihr das Symbol und geht einfach, drückt linke Maustaste, dann habt ihr nochmal so ein Kästchen. Und da könnt ihr reingehen und das ändern, wie ihr wollt. Zum Beispiel grün. Aber wollen wir nicht, deswegen STRG-C, STRG-Z, dass wir zurückkommen. Dann machen wir uns einfach, klicken einfach mal rein, also kreuzen, knicken, Büschel, da kommen wir gleich noch zu. Und das war es erstmal. Wenn wir das jetzt rendern, hat sich auch schon viel getan. So haben wir das, sieht schon mal ganz cool aus, finde ich. Aber wie gesagt, können noch ein bisschen ändern. Zum einen sehen wir hier, das scheint ein bisschen dunkel durch. Das liegt halt daran, weil die Kugel noch keine Textur hat. Also das ändern wir gleich eh nochmal. Aber damit wir das ein bisschen kaschieren. Deswegen wir, sorry, nicht klein. Wir duplizieren unser Pink und tun das auf der Kugel drauf. Das Pink machen wir allerdings ein bisschen heller. So, wenn wir, genau. Und dann gehen wir mal rein. Und gehen hier beispielsweise mal, fangen wir oben an, auf Dicke. Also hier habt ihr die Möglichkeit. Also ihr müsst mit den Werten einfach ein bisschen rumspielen. Das ist nach Objekt zu Objekt unterschiedlich, auch was euch gefällt. Deswegen müsst ihr mal gucken. Ihr könnt ja nichts falsch machen. Also bei Dicke zum Beispiel könnt ihr hier bei den Spitzen. Also ich habe jetzt, also haben wir jetzt Default 0,1. Wenn wir das jetzt hochschrauben, beispielsweise mal zum Beispiel auf 2 oder so, sehen wir, okay, das wird schon dicker, die Spitzen. Deswegen, wenn wir das rendern, sehen wir halt, okay, das sieht dann langsam nach Schredderpapier aus, also sehr dick. Deswegen lassen wir einfach mal 0,1. So, dann haben wir hier, okay, Kräuseln und so, das ist klar, ihr könnt die Parameter ändern, aber lassen wir, weil es sieht ja ganz gut aus, soweit alles. Dann Büschel. Und zwar, wenn ihr hier zum einen beispielsweise die Anzahl der Büschel, also Büschel ist halt, ja, in welche Richtung die Büschel auch gehen, zum Beispiel. Also deswegen, wenn wir jetzt, also 10% haben wir, beispielsweise wir geben jetzt mal 40% ein, dann sehen wir, okay, hat sich das ein bisschen verändert. Das heißt, wenn wir das jetzt rendern, sehen wir, ah, okay, da sind jetzt Wellen drin. Sieht an sich schon ganz cool aus. Ihr könnt es theoretisch damit auch keyframen. Das geht halt auch. Dann ist es halt, dann bewegt sich das auch sehr dynamisch. Hat natürlich etwas. Aber wir machen was anderes. Also auf jeden Fall gehen wir hier mal auf 20. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht. Ja. So sieht auch schon ganz gut aus. So ein bisschen random quasi. Dann gehen wir hier auf, genau bei der Dicke. Jetzt, was halt ist, weil ich würde es gerne ein bisschen feiner alles haben. Deswegen gehen wir hier bei der Wurzel zum einen auf 0,5. 0,5. Sehen wir, wird es ein bisschen transparenter. Und dann können wir bei den Kurven hier verändern. Also. Deswegen gehen wir hier beispielsweise, also hier ist die Wurzel und hier ist die Spitze. Deswegen bei der Wurzel fangen wir hier unten an, dass die Spitze ein bisschen dünner ausgedünnt ist und dann hier auch noch ein bisschen dünner. Und ich verstehe nicht, normalerweise, wenn ihr hier reingeht, dann könnt ihr hier nochmal einen Key setzen. Warum auch immer er das nicht macht. Who knows? Fragt mich nicht. Aber gut, so könnt ihr auf jeden Fall hier die Kurve beeinflussen. Ich rende das mal. Jo, und sieht doch allgemein ganz nett aus. Was ich jetzt machen werde, ich werde halt zum Testzwecken, weil das ist halt sehr kurz, die Haare ein bisschen länger machen. Also wenn ihr jetzt hier auf Geiz geht, auf nicht auf 100 cm, sondern auf mal 150,
Natürlich ein bisschen rauszoomen. Gucken wir mal. Okay, das könnte passen. Und das Praktische ist, weil wenn wir jetzt das Haar schon erstellt haben, hat er automatisch die Dynamik schon mit drin. Das heißt, wenn wir jetzt hier Play drücken, dann sehen wir, die Haare fallen nach unten. Deswegen die Dynamik an sich ist schon mal da, das ist schon mal cool. Aber wir wollen das natürlich noch. Ja, so sieht es halt zum Beispiel aus. Wir wollen natürlich, dass es ein bisschen alles ja, nach unseren Wünschen gestaltet wird. Deswegen gehen wir hier auf Kräfte. Zum einen gehen wir hier auf Einschließen, also Modus, damit halt, weil wir wollen jetzt einen Effekt hinzufügen, also eine Kraft, damit es halt eingeschlossen wird, also mit zugerechnet wird. Deswegen, wir machen uns eine Simulation, Partikel und Turbulenzen. So, die Turbulenzen ziehen wir uns jetzt, na, sorry, Quatsch, nicht hinterher, sorry, also nehmen unser her, dann, dass wir halt das Feld haben, dann ziehen wir unsere Turbulenzen hier rein. Und jetzt können wir in die Turbulenzeneinstellung gehen. Gehe ich auch so auf 0 Frames und können jetzt hier die Werte verstellen. Bevor wir das aber machen, weil wenn wir das jetzt rendern, wie gesagt, das fällt ja nach unten. Das wollen wir erstmal nicht haben. Wir wollen erstmal, dass es ein bisschen statisch alles wird. Deswegen also so ein bisschen Hauch ist. Deswegen können wir hier auf, wo war das? Muss ich selbst mal kurz gucken. Ja, genau, okay, auf Dynamics. Bei Dynamik geht ihr hier, weil wir wollen halt die Eigenschaften ändern. So, und könnt halt die, ihr könnt ja auch die Parameter hier mal, was euch gefällt, könnt ihr mal durchgucken. Aber wir machen hier Ruhe halten, also wie der Name schon sagt, dass es halt statisch bleibt. Beispielsweise, wenn wir das jetzt mal auf 40% setzen, dann sehen wir, okay, das wackelt halt, aber hält es ein bisschen die Ruhe. Und das ist im Endeffekt, was wir auch wollen. Wir können jetzt beispielsweise mal auf 20 gehen. Ne, okay, 20 ist zu heftig, zu gering. Machen wir mal 60, spaßeshalber. 60 ist auch ein bisschen viel. Also ich finde, 40 ist ganz gut. So, dann haben wir unsere Turbulenz. Also Turbulenzen, ich mache mal hier Stopp. Skalierung, da, also hier könnt ihr halt die, im Endeffekt könnt ihr halt nur die einfachen Sachen verändern. Also die Stärke gehen wir jetzt beispielsweise mal auf, also extrem gesehen 80 cm. Und dann sehen wir halt natürlich, das wuschelt ganz wild umher. Jetzt können wir das halt skalieren. Das heißt, wo der, wie weit der Effekt nach außen geht. Also wenn wir das jetzt, zum Beispiel ist es auf 0, wenn wir das jetzt hier auf 9, also 900% haben quasi, dann sehen wir halt, okay, unten das wird jetzt nicht mehr so viel bewegt wie oben. Also deswegen könnt ihr das halt damit so ein bisschen beeinflussen. Ihr könnt auch alles hier Keyframe. Ich kann ja gerne mal ein Tutorial über Keyframe machen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt das halt alles natürlich beeinflussen. Machen jetzt allerdings. Ja, gucken, irgendwie ist eigentlich egal. Ich machen wir mal hier, ja, das ist soweit in Ordnung. Wo ich mache mal 0%. Ja, okay, das ist natürlich sehr enorm. Okay. Ja. Ja, okay, lassen wir so. Das ist auch okay, 50%. So, jetzt im Endeffekt haben wir das jetzt. Das heißt, können wir das jetzt rendern. Wenn wir das jetzt so an sich rendern würden, sehen wir natürlich nicht viel. Weil das ist halt so ein Plüschball quasi. Wenn Sie beispielsweise mal auf Frame 10 gehen, hat sich da im Endeffekt nicht viel getan. Was wir, das seht ihr nur, wenn ihr das halt rendert. Deswegen, bevor ihr das alles mit hochauflösend bla 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 rendert, geht ihr auf die, also gedrückt halten, Maustaste auf Vorschau erzeugen. Und macht einfach eine Vorschau. Deswegen, ja, die Bildgröße ist einfach ganz klein. Voll gerendert machen wir das. Und also können natürlich Format auswählen, ist eigentlich egal.
So als kleinen Tipp, AV ist immer am größten, also nehmt, ja, MP4 ist okay, drückt ein OK. Das dauert hier, seht ihr jetzt vorher schon berechnen, das dauert so eine Weile, bis er es berechnet hat, aber es geht halt viel schneller, als wenn das alles in Full HD rendert oder sowas. Deswegen, ich warte mal ganz kurz, bis es durchgelaufen ist und melde dich gleich nochmal zurück. So, jetzt hat er fertig gerendert und wir drücken mal Play. Und wie wir sehen können, das bewegt sich ganz schön, plüschig. Deswegen. Und das war am Ende, im Endeffekt der ganze Zauber. Ja, wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auf jeden Fall. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und da das halt ein User-Tutorial war, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich mir das auf jeden Fall mal angucken kann, damit man ein Tutorial drüber machen kann. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund und frisch. Bis dann, ciao.